Mir hat man mein ganzes Leben lang gesagt, die normale Mehrheit hat mein ganzes Leben gesagt, ich bin seltsam, mit mir stimmt was nicht, ich musste sogar Ritalin schlucken und so weiter und so weiter. Die normale Psychologie, die sagt, es gibt verschiedene psychologische Typen und das sind einfach, und die Theorie sagt, dass es verschiedene Normvarianten von Menschen gibt. Also die sind ganz normal, aber eben anders. Und es gibt vielleicht 5, 6 verschiedene Normvarianten, die ganz normal sind. Und unsere Gesellschaft will das aber nicht schlucken und sagt, es gibt nur einen normalen Menschen, das ist der, der vorgeschrieben ist in der Schulordnung. Und wenn ich das jetzt so sage, dann fallen mir manchmal Leute um den Hals, also so im Vertrieb, mir hat man immer Ritalin gegeben, mit mir ist heute alles in Ordnung, ich verkaufe ganz gut, aber alle sagen immer, mit dir stimmt was nicht. Und es sind öfter mir Leute um den Hals gefallen, haben, du hast mir heute das Leben gerettet, ich weiß heute, dass ich eine Normvariante bin, ich habe es sofort verstanden. Also ohne jede Erklärung, ich habe sofort verstanden. Ich habe auch welche gehabt, die haben nach nach so einer Rede über Menschenverschiedenheiten gesagt, ich habe auch so einen Sohn, der ist ganz anders als ich, aber ich glaube, der ist böse oder sowas. Ja, so. Dann habe ich gesagt, dann mach doch einfach mal den Psychotest, den ich auf meiner Homepage habe, den MBTI-Test, und vergleiche das Ergebnis, dann guckt ihr nach, was für Sorten ihr laut psychologischer Theorie seid, und vergleicht das und führt diesen multikulturellen, metakulturellen Diskurs einfach in eurer Familie. Also sind wir beide Normvarianten, und wenn diese beiden Normvarianten nebeneinander da sind, sozusagen als Familienmitglieder, über was, worüber streiten wir uns tendenziell und tun wir das wirklich? Und dann haben sie im Lehrbuch Lehrbuch nachgeguckt, kommt der eine ist kompromissloser Finanzcontroller, sehr perfektionistisch, bis zur Zwanghaftigkeit, und der andere ist sowas wie hyperaktiv. Und dann haben sie ihre beiden Testergebnisse durchgelesen, die Persönlichkeitsbeschreibung, die stimmten natürlich dazu, und dann steht da drin, wenn diese beiden Menschen zusammenleben, gibt es an den Stellen Krach, da beim Rasenmähen, da eine Liste, und haben sie gesagt, ja, das haben sie jetzt schon 20 Jahre. Und dann kriege ich dann am nächsten Tag eine E-Mail, pass mal auf, wir haben das bis 2 Uhr rausgekriegt, bis 3 Uhr geklärt, bis 4 uns vertragen, dann haben wir allen Schnaps ausgetrunken, der im Haus war, und jetzt sind wir eine glückliche Familie.